So, hallo und herzlich willkommen. Wie ihr vielleicht schon in meinem anderen Video gesehen habt, gibt es eine neue Operation und viele neue Skins, Kiste, USW. Wenn ihr dazu mehr Infos wollt, schaut gerne mein anderes Video. Link ist in der Beschreibung oder auf meinem Kanal. Und wie immer geht es jetzt natürlich weiter mit dem Money Waste Simulator. Ich habe mir 35 Kisten und Schlüssel geholt. Die Kisten sind extrem schnell vom Preis gedroppt. Bin mal gespannt, was wir ziehen werden. Vielleicht haben wir ein bisschen Anfängerglück. Es gibt ja neue Knives und die AWP und MAC-10, Tech-9. Gibt ein paar neue Skins, die mir echt gut gefallen. Vielleicht lacken wir ja jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ja, starten wir. Fackeln wir gar nicht lange rum. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der neuen Kiste haltet oder der neuen Kollektion generell von der Operation natürlich. Und wir werden wieder nur blaue Scheiße ziehen. Ich rieche das doch auf 10 Meter Entfernung. Neues Knife wäre richtig nice. Also wir könnten echt mal wieder richtig reinlacken. Wäre richtig, richtig cool. Okay. Die sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich was Rotes oder Goldenes ziehen. Aber was Purple wäre auch nicht schlecht. Der Revolver Star Trek ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber... also der sieht an sich cool aus, aber ich glaube, es gibt schon irgendwie total den ähnlichen und die Revolver-Preise droppen ja immer drastisch schnell. Muss ich immer vorsichtig sein, wenn ich zwischendurch was trinke, weil während Kisten öffnen ist es sehr gefährlich, sonst heißt es wieder Monitor putzen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare auch, ob ihr ein paar Kisten öffnet. Oder ob ihr sagt, nee, natürlich Geldverschwendung, gar keinen Bock drauf, Scar 20 zerrissen, naja. An sich ganz cool sieht das Skin aus mit der Waffe, aber wer spielt schon Autotacker? Da, die Pink. So Pink wäre schon mega nice auf jeden Fall. Im Vergleich zu dieser blauen Gülle, was wir hier ziehen. Bin mal gleich gespannt, wenn wir die Preise von den blauen Sachen checken, ob da vielleicht auch noch, manchmal ist es tatsächlich so, dass dann die Skins doch relativ früh noch relativ viel wert sind, aber wenn die Preise von der Kiste schon so gedroppt sind, gehe ich davon aus, dass die Preise auch schon entsprechend gedroppt sind. Okay, die haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal. Ich könnte gerne drauf verzichten, die nochmal zu bekommen. Aber eine Kiste kann uns retten, wenn da schon was Richtiges droppt. Vor allem jetzt noch in dem Early-Status. Oh ja, nice. Oh, wenigstens Star Trek. Glaube ich auch sogar eine gute Condition. Was hat die Einsätze probt? Okay, ich will mal kurz spaßeshalber gucken, was die jetzt zum Beispiel noch wert ist. So, 24 Cent. Okay, das ist schon richtig kalt. Das ist schon richtig kalt. Was ist der Revolver noch wert? Verkaufen. Das sieht auch traurig aus. Einsatz erprobt, 35 Cent. Okay. Also die blauen und gehe auch davon aus, die Purple sind auch schon alle nichts mehr wert. Die einzige blaue Skin, was dauerhaft echt lange was wert war, war die AK. Ihr wisst, welche ich meine. Die war für den Blue Skin echt lange stabil. Diese braune, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Und Star Trek war die teilweise noch echt viel wert. Rose Skin an sich ganz cool auf jeden Fall, aber ich spiele halt auch die Waffe nie, von dem her relativ uninteressant für mich. Waffenkiste zerfetzt das Netz. Komm, so ein Purple wäre schon echt nice. Nicht so blaue Gülle. Aber was wäre ein Case Opening, wenn man was Geiles ziehen würde? Ah ja, die Pink, es fliegt halt alles vorbei, aber es bleibt halt blau. Die sieht auch an sich ganz cool aus. Kriegsvogel, okay. Aber ja, ihr wisst, was kommt, spiele ich nicht. Das wird, glaube ich, richtig definiert, Star Trek diesmal. Können nachher auf jeden Fall noch ein Trade-Up machen, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Wenn wir alles in blau ziehen, dann können wir zumindest drei blaue Trade-Ups machen. Ja. Sieht danach aus. CSGO Web.
Okay. Okay, vielleicht muss die Kiste, glaube ich, gerade rücken, oder? Das ist die Lösung. Ganz gerade hinstellen. Dann ist die Arbeit weniger, dann kann was Cooleres drin sein. Ja, nehme ich. Purple, kurzer Zwischencheck. Verkaufen, was ist Purple noch wert? 1,84 Euro, also auch nicht mehr die Welt. Habe ich schon befürchtet. Star Trek oder so wäre wahrscheinlich noch nice. Oder eben dann was Pinkes. Da könnte richtig was rumkommen. Aber bei der letzten Kiste ist es so übel, wie oft die rote AWP Wildfire vorbeigegangen ist. Und ganz close. Ich war ein paar Mal immer ein Feld daneben. Das war, glaube ich, da hat mich Gaben einfach geärgert, weil er genau wusste, dass ich die halt haben will. Hier habe ich jetzt noch nichts Rotes gesehen. Dabei wird es auch bleiben, weil wir halt echt nur blau. Ich denke auch, dass die pro neue Kiste die Raten, für das du was Gutes ziehst, immer weiter runter machen. Habe ich das Gefühl. Also gefühlt auf jeden Fall. Guck mal hier, das haben wir ein Purple, alles blau. Das ist schon, also muss ich sagen, glaube ich, einer meiner kältesten Case Openings bisher, ever. Ja. Es kühlt gleich hier im Zimmer richtig ab. Ich glaube, ich muss die Heizung anmachen. Aber man muss ja schon davon ausgehen, dass es so kommt. Aber man hofft sich natürlich immer mehr. Es ist wie wenn du Lotto spielst, dann weißt du auch, du verlierst. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bin auch auf jeden Fall mal auf die Videos von Trilux und Co. gespannt. Anomalie, was die dann gleich für krassen Shit wieder ziehen. So, es wird langsam immer dünner. Irgendwas wäre noch cool, wenn es klingelt. Ansonsten wird es echt das Kälteste. Oh Gott, wollte mich komplett verarschen. Das ist das, was ich meine. Der weiß ganz genau, dass ich die AWP will. Und... Eieieiei. Oder er macht sich nur bereit für was ganz Großes. Eieieiei. Alles schön vorbei schicken. Bis du denkst, okay, du kannst noch was ziehen. Aber es passiert halt nicht. Alles schon kaltblütig auf jeden Fall. Purple, lila, alles geht vorbei und ich ziehe die blaue Spritze. Also wir können auf jeden Fall noch mindestens zwei Trade-Ups machen, weil ich so viel blaue Scheiße gezogen habe. Aber gut, wir sind uns von vornherein klar. Okay, landen wir zwischen den Purples, wo wir wenigstens etwas wert wären. Und kriegen blau. Also wir müssen uns natürlich im Vornherein immer klar sein, wenn ihr die Kiste aufmacht. Könnt reinlacken, aber im Regelfall ist es Geld verbrennen. Und damit müsst ihr einverstanden sein, wenn ihr das macht. Bison, die sieht tatsächlich auch ganz... Ja, naja. Ich will es, glaube ich, gut reden. Was die wert? Ah ja, okay. Stabil auf jeden Fall. Also stabil im sehr niedrigen Bereich. Die Kisten werden immer weniger. Ah ja, sieht richtig kalt aus, muss ich sagen. Ziemlich winterlich, passend zum Wetter draußen. Weil sonst hatte ich meistens immer noch so, wenn ich die Kisten halt früh geöffnet hatte, habe ich immer so das Gefühl, du hast noch ein bisschen mehr Glück, kriegst dann vielleicht ein Pinkes oder so Star Trek und das ist dann auch schon echt einiges noch wert. Aber hier sieht es nach frühzeitigem Winterausbruch und Schnee und Eisklette aus. Kommt noch auf der letzten Geraden noch etwas rum, oder? Die AK wäre noch wenigstens nice gewesen, aber... Ne, sieht nicht gut aus. Okay, ich habe es jetzt nur einmal gerade gemacht. Vielleicht war das der magische Wink, oder ich muss es nach rechts drehen. Ne, es wird immer nur schön gezeigt, aber ich glaube echt, die haben die Drop-Rates nochmal runter. Ich glaube, die setzen die pro neue Case einfach nochmal so runter ins Unermessliche. Oder die gucken halt, wie oft wurde die Kiste geöffnet. Ja, die ist sehr nice auf jeden Fall. Zwei Kisten noch. Jo. Sieht richtig, richtig... Ich glaube, muss sagen, es ist einer meiner kältesten Case Openings ever. Wenn ich so das betrachte, was ich hier so bekomme. Richtig heftig. So, letzte Kiste stellen wir nochmal gerade. Gucken wir mal. Gabe.
was Onkel Gabe für uns in der Kiste hat. Außer die blaue Scheiße natürlich. Die blaue Scheiße, yay! Star Trek, die blaue Scheiße in Star Trek, okay. Es ist einer der kältesten Case Openings, die ich bisher gemacht habe, muss ich sagen. Sonst war immer noch so ein bisschen wenigstens, wo reingelackt wurde. Aber gut, ich sag mal, ich komme damit klar. Gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht schon gezogen habt oder eben auch nicht. Oder welche Skins ihr nice findet. Schaut doch das andere Video an. Da geht es alles um die Operation und neuen Kisten und so weiter und so fort. Jo, checkt auch meinen Livestream-Kanal aus auf twitch.tv/hangemaulive. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.